Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Display zu Command & Conquer Alarmstufe Rot gegen Remastered Edition auf Seiten des Russen. Und genau, wir waren hier beim letzten Mal und haben uns hier aufgebaut tatsächlich in Mission 6, also Nachholmission 6. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal weiter. So, wir haben auch die ersten beiden Nachholmissionen beim letzten Mal schon erledigt. Waren dabei, die Karte zu erkunden. Genau. Spionageflieger kann mal hier rein. Zack. Wunderbar, vielen Dank. Und wir hauen hier unsere Kohle raus. Das ist ja wirklich, wirklich krass. Wir haben diesen einen Invasor, den wir für nichts brauchen. Aber ja gut. Ich glaube, die Profis unter euch, die würden sich jetzt die Invasoren nehmen und die Basis einnehmen und alles. Nee, ehrlich nicht. Ich weiß nicht, ich bin nicht der Typ fürs Einnehmen, keine Ahnung. Auch wenn ihr mich dafür wahrscheinlich verhauen wollt, aber ja, was soll ich machen? Ich habe halt lieber Waffengewalt. Kann ich nicht ändern. So, die Flugzeuge. Können wir bitte diese Artillerien da wegmachen? Das schafft ihr ja wohl. Bam, sehr schön. Ich wusste es. Wunderbar. Sehr gut. Spionageflugzeug. Geh mal bitte hier spionieren. Zack. Wunderbar. Meine nächsten Fußsoldaten zum Sammeln. Sehr schön. Gratis-Einheiten. Ja, ich meine... Oh, schaut euch mal an. Die Bilder, die Animationen sehen richtig cool aus von den Wendigen. Was? Ich gebe doch schon Geld aus ohne Ende. Dann bau ihm halt Silos. Dann bau ihm halt Silos. Ich meine, ich hab's ja die Kohle. Ne? Und ein Technologiezentrum werde ich nicht bauen, weil durch die kriegen wir nur die Flammenwerfer. Und ich finde es zwar eine coole Einheit, aber selber gebaut habe ich die noch nie. So. Ah, wacka wacka wow. Hey, 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 Sammler. Bam hier. So. Genau, Mannequin. Helf du mal. Sehr gut. Alles klar. Wir haben wieder einen Spionageflieger zur Verfügung. Sehr gut. Mit dem können wir dann mal hier unten in der Ecke ein bisschen spionieren. Zack. Wunderbar. Schritt für Schritt kriegen wir hier die Karte. So, das Mannequin, das kann vielleicht ein bisschen noch erforschen hier vorne. Weil da ist ja die Basis und hier oben sind die Edelsteine. Boah. Bams. Hörst du auf? Hörst du auf, du Penner? Na gut. Haben wir auch so hingekriegt. Ja, wisst ihr was? Ich baue mal noch eine Waffenfabrik. Ja, wobei, eigentlich reicht das schon. Das reicht eigentlich schon hier. So, speicher nochmal. Mission 6 hier. Oh, dann kommt der nochmal mit. Der Raketenwerfer. So, Leute, dann. Bams. Wir haben wieder ein Spionageflugzeug, ja. Ich würde sagen, ich schicke den mal hier oben rein. Und die Fußsoldaten werde ich mal wieder da unten sammeln. So, mach das Ding hier kaputt. So. Tarnbunker hat der Sack. Der Sack hat Tarnbunker. Und den Sammler hier. Unbedingt den Sammler. Bam. Sehr gut. Bams hier. So. Ich finde das Geräusch so geil, wenn die Gebäude halt kaputt sind hier. So, bam. Wunderbar. So. Immer genug Raketenwerfer mitnehmen, Leute. Das ist eigentlich ein guter Trick hier. Weil ihr seht, die machen echt enormen Schaden. Und wenn die hinten stehen, ist noch besser. Bratz, bratz. So, ich kann die zweite Waffenfabrik aufbauen. Sehr gut. Okay. Ah, Kirchenbucke. Ah, gleich wieder. Oh. So. Gottes Segen wieder hier. Ja, zusammen mit Gottes Segen schaffen wir das. Ja. Gemeinsam mit dem Segen Gottes schaffen wir das hier. Bam. Ah, wartet mal. Ah, macht mal hier. Okay. So, Gottes Segen. Oh. Oh. Das ist so geil, echt. Oh. Gottes Segen. So, da hat er
Zerstörer stehen. Okay. Bams. So, Raketenwerfer können ja da drauf ballern, ne? Schieß da drauf, genau. Sehr schön. Bams. Und eine Heilkiste. Sehr schön. Und Geld. Warum auch immer ich jetzt noch Geld brauchen sollte. Okay. Das ist der Schlachtkreuzer. Scheiße. Fahrt mal wieder zurück. Ich nehme mal meine Fußsoldaten. Und... Jo, der erkundet für mich hier. Boah, die Brücke ist voll im Arsch, ey. Na ja, gut, alles klar. Die Fußsoldaten, die können sich ja mal hier sammeln. So, wunderbar. Was will der denn hier? Was willst du denn hier? Du Sack. So, wunderbar. Gut, dann kann ich mit denen mal ein bisschen Stress machen hier. Wehe, überfahrt die. Aha, die überfahren die nicht. Sehr gut. Seht ihr das? Die machen schon ordentlich Schaden hier. Wir brauchen Silos, das heißt, Sammler, bleib mal bitte hier stehen. Du auch bitte. So, liebe Leute. Ja, dann haben wir eigentlich alle Einheiten hier, außer den, ja, die scheiß Schlachtkreuzer hier, ne? Aber da weiß ich halt nicht, wie ich Platz kriegen soll. Mit den Flugzeugen dauert das halt ewig. Mit Raketenwerfern. Mit den Raketenwerfern vielleicht, ja. Ich meine, schaut euch das an. Das dauert Ewigkeiten. Das dauert Ewigkeiten. Ja gut, dann baue ich halt Raketenwerfer. So, mal gucken, ob ich hier zumindest einen Platz kriege mit. So. Schieß drauf! Oh, schieß drauf da! Sehr gut, einer ist weg. Sehr schön, da müssen die einmal alle bitte nachladen. Ach du Scheiße! Wie weit könnt ihr denn schießen, bitte? Fahrt ihr nach unten? Seid ihr so blöd? Fahrt ihr nach unten? Das wär's ja. Ja, wobei eigentlich... Habe ich jetzt nach unten gelockt? Eigentlich könnten die da schon... Die sind tatsächlich so dumm und fahren nach da unten. Ah, geil. Ja, sehr gut. Die wollen meine Raketenwerfer haben. Die wollen meine Raketenwerfer haben hier. Genau, helft mal mit den Schlachtkreuzern hier. So. Boah. Alles klar, meine Panzer sind angekommen hier. Bäm. Den macht ihr bitte auch platt. Bam. So, liebe Leute, wir haben alle alliierten Einheiten platt gemacht. Wunderbar. Und ja, liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Command & Conquer Remaster. Ja, wie wir jetzt hier die nächste Mission eigentlich schon fertig haben von den Russen. Hier ist eigentlich nichts mehr zu tun. Ne? Ja, seht ihr das? Das war's. Eigentlich einfacher als gedacht. Jupp. Ein U-Boot. Volltreffer. Ich finde den Sound so geil. Oh Mann. Okay. Ja, ihr merkt, ich habe Spaß bei diesem Spiel. Es ist halt einfach so. Es ist einfach ein geiles Spiel. So. Das heißt, wir haben den Konvoi jetzt über den Fluss Gorzow gebracht. Und bin ich mal gespannt, was jetzt die nächste Mission ist. Wieder so. Aha, das wäre jetzt eine Inside-Mission, aber nicht mit uns. Wir spielen ja nur die Nachfolgemissionen, ne? Oh Mann, und dann sind es echt nur noch 3 Stück. Ich meine, wir kommen ja gut voran, ne? Aber es sind echt nur 3 Russen-Missionen, okay. Insel Elba, Süden. Jetzt wird es zum ersten Mal interessant. Jetzt wird es nämlich zum ersten Mal interessant und auch schwieriger. Okay, aber erstmal eine Cutscene, Leute.
Ich habe dir Berlin versprochen, Josef. Hast du etwa an mir gezweifelt? Wenn ich das täte, wärst du längst tot. Wie könnte ich dir meine Liebe besser zeigen als mit einer Stadt als Geburtstagsgeschenk? Da fallen mir schon ein paar Möglichkeiten ein. Was? Ein paar Sachen dürfen Sie noch nicht sehen. Kommen Sie, wir sind spät dran für die Besprechung. Was ist denn so wichtig, dass Sie eine private Besprechung stören, Gradenko? Sie verschwenden unsere Zeit mit Zaubershows? Das hier ist Elba. Unsere Aufklärung ortete die Landung eines alliierten Truppentransporters. Unsere Agenten gingen hin, sahen das hier, nahmen es auf Video auf und dann... nichts mehr. Er ist nicht abgezogen, das hätten wir mitbekommen. Er ist einfach verschwunden. Lassen Sie das nochmal laufen. Unmöglich. Eine ganze Einheit. Ich muss wissen, was genau das ist, Nadja. Wenn es eine Waffe ist, muss ich sie haben. Das wäre eine prächtige Ergänzung zu unserem Projekt Eiserner Vorhang. Eiserner Vorhang? Darüber brauchen Sie nichts zu wissen, Genosse Kukov. Kontrollieren wir Elba? Alliierte Cyborgs halten die einzige Gefechtszone auf der Insel. Wir hätten uns ja schon längst um sie gekümmert. Keine Ausflüchte, Genosse. Wir brauchen diese Insel. Nein, Gradenko. Sie bleiben hier. Schicken Sie den Hauptmann. Er soll das erledigen. Verhindern Sie mit Hilfe unserer U-Boote die Landung weiterer Cyborgs und eliminieren Sie alle gegnerischen Bots in der G-Zone. Hab ich nicht gesagt, Leute? Stalin, der Pornodarsteller? Hab ich nicht gesagt? Naja, gut, komm. Und der perverse Kuhkopf, der guckt sich das an. Wir dürfen nicht alles sehen. Naja, gut. Jedenfalls, oha. Insel Elva. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was? Nee, mach mal hier Mannequin-Fabrik, damit die abhauen. Was ist das denn hier? So. Alles klar, dann brauch bitte 5 Schützen. So. Okay, die hauen ab. Sehr schön. So, was zur Hölle? So, da sind sie doch hier. So, Verstärkung. Oh, wir haben U-Boote, geil. 5 Männchen, toll. Da kommen noch mehr? Noch mehr Männchen, oder was? Noch mehr Männchen! Was? Ganz genau, liebe Leute. Insel Elba. Ich glaube, in dieser Mission kriegen wir zum ersten Mal unsere geliebten Tesla-Spulen. Ganz genau. Wir kriegen noch mehr Männchen. Und, naja... das könnte jetzt interessant werden, weil in dieser Mission kommen, glaube ich, auch zum ersten Mal gegnerische Schiffe. Oh, schießt euch hier durch. So. Also eher gegnerische Schiffe von den Alliierten. Und wie ihr wisst, haben die Alliierten, ja. Was war das hier? Was? Okay. Warte, geht mal lieber hier zurück. Was habe ich hier gebaut? Ach, eine Raffinerie noch eine. Ja, genau. So. Unser Stützpunkt wird. Was? Ihr Aufständischen hier. So. Nix da mit den Aufständischen. Ja, der Gegner, der hat hier 2 Spieler. Einen blauen natürlich und einen braunen Spieler. Der braune Spieler ist aber nicht so stark wie der blaue. Ja, das sind einfach nur Bürger hier. So, bam, mach den Jeep platt hier, so, los. Und Flammenwerfer haben wir, bam. Sehr schön, Leute. So. Dann mach den Jeep da platt. Sehr gut.
Sofort. Dann können wir eigentlich auch schon weiter hier erkunden. Und was mache ich? Ich verliere hier wertvolle Zeit. Auch eine Waffenfabrik, Mensch. Und weitere U-Boote. Ganz dringend, weil der Gegner kommt hier zum ersten Mal mit Schiffen. Und diese Schiffe sind natürlich direkt Schlachtkreuzer, ne? Ist klar. Oha! Okay. Wie gesagt, die Schiffe hier sind direkt Schlachtkreuzer. Und, naja, dem will ich ein bisschen vorbeugen. So. Daher, jo. Die ganzen U-Boote. So, Sammler. Radar. Wunderbar, ich habe hier schon einige. Die kann ich mal nach unten stellen. Auf diese geile, stylische Bucke hier. Und, ja. Liebe Leute, da legen wir los. Weiter mit Mission 8. Und wir sehen Tesla-Spule. Yes, Leute. Und Großkraftwerke. Das ist so geil, Leute. Es ist so gut. Wirklich. So, Großkraftwerk. Verkauf die bitte. Und stell bitte ein Großkraftwerk auf. So, wer bist denn? Noch eins. Das ist diese Mucke, ey. So, dann. Erste Tesla-Spule. Jawoll. Erste Tesla-Spule hier. So. Bams. Wunderbar. Mach die Aufständischen platt hier. Das ist für eine Mucke. Okay, gut. Werde ich ein bisschen weiter die Karte erkunden. Da ist ein Schütze. Wunderbar. Und was kommt da? Ein blauer Sammler. Ja gut, ein blauer Sammler, den... Oh, okay. Ja, ich bin zu abgelenkt, Leute. Ich bin viel zu abgelenkt hier. So, ja, ich weiß, dass wir Silos brauchen. Dann bau bitte 5-mal schwerer Panzer. So. Alter. Wie schnell kommt denn hier die Kohle rein? Was? Okay. Gut, dann die nächste Tesla. Wow! Wow, bist du dreist. Guck, da wird drei Jeeps an. Okay, Tesla. Sehr schön. Bams. Wunderbar, Leute. Wir haben das erstmal Tesla-Schulen. Die einzige vernünftige Verteidigungsanlage hier in diesem Spiel. So, dann bau bitte noch eine Werkstatt. Und... Ah, ich weiß nicht genau. Kommen hier wirklich U-Boote? Ach, U-Boote, sag ich schon. Schiffe. Ja, wenn ja, dann blockiere ich die jetzt hier. Wenn ja, dann blockiere ich die jetzt. So, ich bin mir nicht ganz sicher. Weil das ist nämlich eine andere Karte, wie ich im normalen Durchgang gespielt habe. Und naja. Gut. Das heißt, ich kann hier... Was ist das denn? Ein Aufständischer. So. Ich kann hier tatsächlich den Seeweg blockieren. Das heißt, das mache ich auch direkt. Ja, genau. Dann würde ich sagen, stell die U-Boote bitte so dahin, dass da kein Schiff durchpasst, ja? Sehr schön. Ich glaube, da unten muss ich noch eins hinmachen. Ja, ist okay. Kommt. So. Da kommt da schon mal nichts mehr durch. Okay. Bau bitte ein Technologiezentrum. Boah, lasst mal. Mach, sammelt mal langsamer, ey. Sammelt mal nicht die Edelsteine erstmal. Nee, nee. Ich brauche auch noch U-Boote. So. Drei U-Boote. So, wir haben hier unsere Panzer. Sehr gut. Und dann mache ich hier unten das Technologiezentrum hin. Können wir Mammuts bauen? Nein, können wir nicht. Schade. Wir können keine Mammuts bauen. Okay. Das ist schon mal was anderes. Ich dachte, wir könnten hier Mammuts bauen. Aber gut. Stell dich mal bitte unten hin, bitte. Das kommt ja gleich wieder eine Kirchenmucke, ne? So eine kleine Kirchenglocke hier. So, dann bau bitte Flugfelder. Boah. So, dann baue ich halt einfach Panzerchen hier. So. Passt ja auch. Ich meine, die Panzer sind ja auch echt gut von den Russen hier. So, haben wir. Ne, wir haben Jaks. Ja gut, dann baue halt Jaks. Ich meine, sind ja auch nicht die schlechtesten Flieger, ne? Bams. Och nee.
Ach, nerv mich mit eurer Energie. Verdammt. Strom, gib mir Strom hier. So, schneller. So, bam. Alles klar. Dann bitte Flugfeldwaffe. Flugfeldwaffen. Flugfelder weiterbauen. So, hier oben kommt er, könnte er auch reinkommen. Okay, das heißt, ich gebe hier meine Kohle wirklich mit beiden Händen aus. Das ist wirklich krass. Und dafür ist das hier gut, dass der die Flugzeuge direkt nachbaut. Automatisch dahin setzt. Weil bei der alten Version war es so, wir hätten immer diese Flugzeuge hier nochmal aktuell klicken müssen. Anklicken müssen, manuell. Damit die hier erscheinen. Aber das macht er jetzt schon automatisch. Das ist ja geil. Das ist echt gut. Oh, dann haben wir hier weitere U-Boote. So. Da unten kommt auch keiner durch. Das ist schon mal sehr gut. Jo, dann baue ich jetzt so eine Tesla. Und dann eigentlich nur noch Einheiten wieder, ne? Und dann... Ah, schau mal da. Was hat dann da alles? Bams. So. So, und hier, los, wegmachen das Zeug hier. So. Da ist die Kirchenglocke. Jo. Leute, dann würde ich sagen, baue ich jetzt noch die Tesla-Spule hier hin irgendwo. Zack. Oh, dieser geile Soundtrack, Leute. Yes. Dieser geile Soundtrack hier. Oh, und ihr seht hier. Der hat Diebe. Was zur Hölle? Okay. Interessant, Leute. So. Der hat einen Tarnbunker da stehen. Das heißt, ich muss erstmal mit dem Raketenwerfer diesen Tarnbunker platt machen. Nicht auf den Turm, bist du denn blöd? Sondern auf den Tarnbunker. Bam! So, wunderbar. Und wenn der Tarnbunker kaputt ist, werde ich mit dem Mannequin jetzt noch hier diese Einheiten da platt machen. Genau. So. Einfach die platt machen hier, so. Ich meine, wir haben einen Raketenwerfer dabei. So, Bams hier, so. Bam! Wunderbar, ey. Oh nein, nicht alle platt fahren. Ach du Sack, das hätte so gut werden können, ey. So. Aber, liebe Leute, wir erkunden jetzt noch ein bisschen, okay. Ja, kommt. Ich will dieses Dorf da oben jetzt noch platt machen, bevor ich aufhöre. Und diese Einheiten da auch. So, seht ihr das? Wir haben nämlich mal wieder kein Geld. So, und Bams. Weg mit diesen Mannequin. So, und ihr seht, die Gebäude sind sehr schnell kaputt. Das heißt, es sind Attrappengebäude. Es gibt nämlich hier dieses Spiel auch Attrappen. Und das waren tatsächlich Attrappengebäude. Okay, Leute. Dann haben wir die Basis ja schneller erledigt, als ich gedacht hätte. Dann macht diese Kirche platt hier. Los. Fallschirmbomber. Leute, genau. Da gibt es auch eine Sache, wie ihr, die ihr geschrieben habt. Wir müssen mit dem Bomber einfach ein bisschen nach oben zielen. Dann trifft er immer, weil es gibt hier nämlich so eine Problematik, dass der Fallschirmbomber eigentlich immer daneben schießt. Ne? Und, naja. Bams. Das werde ich mal versuchen, von jetzt an. So, Bams. Dwight. Diese Wucke ist auch so geil. So. Mach die platt hier. Bams. Mach die kaputt. Ach, das bist du des Wahnsinns, Raketenwerfer. Ja, ich weiß, ich find's ja gut, aber. Was? Was? Was schießt hier? Was? Wo kommt die denn her? Och, dieser Penner, echt. Dieser Penner, wo kommt die denn auf einmal her? Ach, das ist meiner. Ah, okay, das ist meiner. Ja, gut. Dieser Sack. Echt. Habt ihr mir einen Sammler genommen? Wow! Los, 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 los. Okay.
Jetzt kommt da aber ein bisschen was an hier. Oh, bam hier. So. Meine Güte. Hat er mir echt zwei Tesla-Spulen weggenommen. Krass. Das ist schon echt krass geworden. Aber haben wir hingekriegt. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, erkunde mal hier. Und die Tesla-Spule hier oben werde ich mal wieder nachbauen. Und da unten die auch. Und ja, Leute, dann stelle ich mal bitte die Raketenwerfer da hinten hin. Lass die mal noch das Schiff da platt machen. Bam. Bams. Sehr gut. Wunderbar, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Wartet mal, das warte ich noch ab. Diesen Angriff hier warte ich noch ab. Hat aber nichts gebracht. Sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Speicher noch. Also tschüss.